Mit Udo-Rufen also wurde Hennes Weisweiler am Bökelberg begrüßt. Sicherlich bereitete dem ehemaligen Mönchengladbacher Trainer der Empfang durch die Zuschauer weniger Sorge als das, was sich anfänglich auf dem Spielfeld tat, denn der deutsche Meister ganz in Weiß schien den deutschen Pokalsieger überrollen zu wollen. Der junge Del Haie war es vor allen Dingen, der mit seinen langen Spurts mit dem Ball die Kölner Abwehr und damit auch Weisweiler verunsicherte. Del Haie ähnelt in Größe und Statur Allan Simonsen und wird, wenn er noch etwas mehr an Durchsetzungsvermögen gewinnt, vielleicht auch einmal ein ähnlich wichtiger Spieler für Mönchengladbach wie der Däne, der hier einen Eckstoß Volley nimmt. Dann aber die Kölner. Besonnen, vorsichtig, keineswegs aber, wie in Mönchengladbach zu hören war, verschlafen. Sie wählten meist den richtigen Zeitpunkt für ihre Vorstöße. Gerber, der Libero des ersten FC, heute offensiver als gewohnt. Eine Überraschung, der 21-jährige Dieter Prestin mit der Nummer 11. Klinkhammer hatte große Mühe mit dem schnellen und trickreichen Kölner. Berti Vogts im Zweikampf mit Van Gool auf der rechten Mönchengladbacher Abwehrseite. Auf der anderen Seite das Duell Klinkhammer gegen Prestin. Flanken gehört allerdings nicht zu den Stärken des Kölners. Genauso wenig wie Tore schießen zu den Stärken von Del Haie zählt. Prestin dagegen scheint in dieser Beziehung dem Mönchengladbacher überlegen. 1:0 in der 24. Minute eben durch Prestin. Danach nahm sich Berti Vogts des Kölner Außenstürmers an. Der Mönchengladbacher Kapitän war erfolgreich, weil er Respekt zeigte. Klinkhammer beschäftigte sich nun mit Van Gool. Der Kölner Müller, vorher von Bonhof beschattet, hatte es jetzt mit Schäfer zu tun. Flexibilität oder Unsicherheit? Heute schien Letzteres verantwortlich zu sein für die Aufgabenänderungen in der Mönchengladbacher Abwehr. Bonhof nun öfter im Angriff, aber auch er trug nicht zur Verbesserung des Mönchengladbacher Spiels bei. Schauen Sie sich an, was Kulik macht. Dann aber doch noch eine brauchbare Flanke. An diesem Tag sah man meist nur solche Szenen. Planloses Spiel durch die Mitte. Und dies, obwohl der deutsche Meister auf den Außenpositionen mit Simonsen und Del Haie besonders stark besetzt ist. Erneut der Versuch, durch die Mitte durchzukommen. Und dann ein Angriff nach Kölner Art. Neumann, Gerber, Flohe, Gerber, Zimmermann, das sieht doch schon besser aus als das, was Mönchengladbach bot. Und die Kölner ließen ihre Außenposition nicht verweisen. Jedoch abseits. Folgerichtig das 2:0 durch Neumann. Bei diesem Treffer in der 40. Minute zu späte Reaktion von Kneipp. 2:0, der Halbzeitstand, 5 Minuten nach dem Wechsel verkürzte Bonhof. Ein herrlicher Schuss aus 18 Metern, wie die Torkamera zeigt. Nun waren die Mönchengladbacher ähnlich wie zu Beginn der ersten Halbzeit wieder die überlegene Mannschaft, Del Haie. Auch dieser Schuss aus anderer Perspektive in verlangsamter Bewegung. In diese Phase hinein jedoch das 3:1 durch Prestin. Der zweite Treffer des Kölners, unhaltbar für Torwart Kneipp. Der deutsche Meister reagierte mit Resignation. Von einem Willen, diesen 2-Tore-Rückstand aufzuholen, war jedenfalls nichts zu spüren. Der Ball und damit das Spiel gehörte den Kölnern. Ein Konter des deutschen Pokalsiegers mit Flohe.
Schäffer alleine gegen drei Kölner, das reicht bei weitem nicht aus. Konopka 4:1. Vier Tore am Bökelberg gegen Mönchengladbach, das sieht man selten. Und wann hätte man in dieser Saison schon einmal solche Bilder von Kölner Spielern und ihrem Trainer gesehen? Von bisher 12 Spielen in Mönchengladbach haben die Kölner nur ein einziges gewonnen. Im November 65 mit 3:2. Diesmal feierten sie das seltene Ereignis mit einem klareren Sieg. Wieder durch einen Konter. Dieter Müller. Der Ball wird abgefälscht zum 5:1. Auch ein Tor von Simonsen kann nicht daran rütteln, dass nach diesem Spiel das Stirnrunzeln in Mönchengladbach überwiegt.